Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich komme heute über diesen Kanal auf Sie zu und möchte mich einmal wieder melden, direkt nach der Sommerpause, nach der Urlaubspause. Ich hoffe, Sie hatten einen erholsamen und ruhigen Urlaub in Deutschland oder da, wo kein Risikogebiet sind, wo Sie dann auch vielleicht sich ein bisschen relaxen konnten. Sie wissen, die Zahlen zu dem Coronavirus steigen wieder. Wir haben hier allein im Landkreis über 1000 Fälle. Bei uns in Bingen haben wir 92 Fälle und es sind noch 2 Fälle dazugekommen. Das heißt also, wie das auch überall schon diskutiert wird, in allen Medien, auf allen Kanälen, wir müssen mit diesem Virus leben. Und deshalb bitte ich Sie nochmal eindringlich, dass Sie die Hygienevorschriften einhalten. Also Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen. Sie wissen, das ist nicht immer einfach, wenn man Feierlichkeiten plant oder wenn man auch größere Feste vor Augen hat, dann ist das nicht immer so leicht, dass wir diese Hygieneregeln auch einhalten. Aber es ist Bedingung, dass wir diese Hygieneregeln uns wirklich klar machen und auch einhalten, damit wir die Pandemie im Griff behalten. Vor diesem Hintergrund haben wir auch unser Winzerfest dieses Jahr schweren Herzens ausfallen lassen. Wir haben jetzt einen Livestream vorbereitet für die Intronisierung unserer neuen Main-Majestäten am 4. September, wo ich Sie jetzt schon herzlich einlade. Nehmen Sie über das Livestream mit teil, damit Sie auch die Mädchen kennenlernen können. Und wir hatten auch schon ein Treffen mit den Karnevalsvereinen und Fasnachtsvereinen, wo wir schon überlegt haben, wie wir die neue Saison begehen oder auch feiern können oder auch nicht feiern können. Momentan ist Status quo, dass wir keine Saalveranstaltungen machen wollen, dass wir auch die Hygieneregeln bedingt das dementsprechend auch anpassen wollen. Es wird auch keine Burgerstürmung geben im klassischen Sinn. Aber auf jeden Fall wird es eine Flaggehissung wahrscheinlich geben, damit man wenigstens die Fasnacht, die fünfte Jahreszeit wahrnehmen kann und dementsprechend auch mindestens im kleinen Kreis, wer Lust hat, auch feiern kann. Nochmals meine herzlichste Bitte. Halten Sie sich an die Regeln. Das Virus ist noch da. Wir brauchen erst einen Impfstoff, da brauchen wir auch noch Zeit. Es ist eine schwierige Zeit, das weiß ich, das wissen wir alle, auch auf der Burg. Wir wissen, dass das auch nicht einfach ist in Gastronomie, Hotellerie, für die Winzerschaft, für alle mittelständischen Betriebe. Aber wir kommen da nur gemeinsam durch, wenn wir uns an die Regeln halten und wenn wir dann auch, wenn ein Impfstoff da ist, uns dementsprechend anpassen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.